nachher noch Manöverkritik machen. Ja, ich werde heute auch nicht wirklich dazukommen, weil ich gehe nachher noch zu der Kollegin, aber schauen wir es sicher an. Du musst nicht, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich es aufgeladen habe oder ob es nur bei uns auf dem Server tue, für am Gildentreffen anzulegen. Okay. Da mal an. Wollen wir den? Okay, Supervisor auch nicht. Nein, ja, einfach den Weg dort. Das war der falsche Spell. Gewesen. Gut, schön haben wir darüber geredet. Okay. Gut. Jetzt gehen wir da weg. Fly, you fools. Noch einer fehlt mir. Hast du auch 80%? Nein, ich habe vorhin schon einen getötet, aber glücklich aber ist schon vor der Tür schon noch jemand. Ching! Bale ist erledigt. Yay! Gift of Battle Item Reward Track Reward. Mhm. Daily Completionists. Ah, Daily Mistguard Killer. Also, muss ich schnell schauen, dass das Camp noch bufft. 9 Minuten 40, der geht rein. Ja, gut. Viel machen kann ich auch noch nicht. Ja, tun wir noch ein bisschen abbauen. Bravos. Any people come on me. Ja, wo ist Bravos schon wieder? Ah, das ist immer. Das ist, glaube ich, Eternal Battlegrounds. Oh. Ah, der. Dollies. Oh. Wo? Wo? Pass auf, dass du den Supervisor nicht gesehen. Du bist weit vorne. He? Nom nom nom, feine Dollies. Ja. Oh, ich habe schon ein Südli. Also, jetzt dürft ihr dann im Buff ziehen. Wie lange geht das noch da? Ja, nicht behaupten. Oh, immer noch 40 Minuten. Sekunden. 40 Sekunden. Wenn wir schon da sind, nehmen wir auch das Camp, oder? Ja, ja. Ja, und vor allem sind wir jetzt dritten, also. Wenn irgendjemand kommt, haben wir trotzdem noch gute Chancen. Ich glaube ja, wenn sie nicht gerade sehr überzahlmässig kommen. Aber sogar einen würden wir sicher packen. Zu dritten. Zwei vielleicht, je nachdem. Jetzt sind wir vier. Mike, Hawk, Herzalot. Ja, du kannst schon den Supervisor angreifen, aber lol. Jetzt nützt es noch nicht. Jetzt geht's. Ching. Chin chin. Ah, jetzt bin ich spät mit dem Blast Finisher. Ich bin mega nervös, jetzt bin ich gerade froh, kann ich spielen. Ich habe mit dem Vermieter müssen anrufen. Na, ernst. Was? Kommt einer? Ah, der Scout respawn. Ja, nicht nur der Scout, also es sind zwei. Du hast müssen mit dem Vermieter telefonieren. Ja, und er arbeitet heute nicht. Er arbeitet sowieso nur halbtags. Und das ist auch richtig. Ah, schön. Wir claimen das, nachher können wir 15 supplyen. Ich habe 16. Ja, ich habe 17. Der Mike Hawk hat es gebraucht. Der ist geholt. Okay, was machen wir jetzt? Red Lake Tower angreifen oder. Ah, oh, schau, der mit dem Legendary läuft voraus. Riskant. Wenn wir Redfall Bay probieren mit dem Typ mit dem Legendary. Ach Gott. Okay. Ah, Mann, wir stecken da mal so Kleid rein, das ist dann lustig. Pullt er jetzt den PCs? Keine Ahnung. Oder schießt er Kanonen? Ich glaube, er schießt auf Kanonen. Er schießt auf Kanonen. Ich gehe nochmal so Kleid holen. Ja, finde ich gut.
Ich baue da schon mal noch ein Katapult. Sind wir sicher, dass wir das wollen? Nein. Also schon spät. Eben. Auf was schießt du mit dem Katapult? Auf die Mauer. Okay. Gut. Weil ich habe kürzlich ein kleines Briefing bekommen, wie das funktioniert, wo dass man Trebuchets ein bisschen setzen sollte, wenn dass man Ballistas braucht und so weiter. Okay, wer hat dir das erklärt? Ein random Dude. Aha. Weil ich einfach Scheissdreck auf die Mauer aufgebaut habe anscheinend. Also ja, es war definitiv so gewesen. Eine Empfehlung habe ich noch. Dein Quaggenpad. Ah ja, genau. Wegstauen, sonst kann man dich nicht unsichtbar machen. Richtig. Das Pad zeigt dann einfach immer an, wo du stehst. Das war glaube ich ein kurz gewesen. Ja, so manchmal habe ich noch nicht mit dem Dings geschossen. Ja, mach doch, mach doch. Das müssen wir üben. Das ist eine gute Gelegenheit eigentlich. Das war auch noch zu kurz gewesen. Wenn es Zahlen anzeigt, ist gut, das weiß ich ja wahrscheinlich. Zahlen anzeigen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, es zeigt mir keine Zahlen an. Dann bleibst du nicht das Richtige. Es müsste so im 1000er-Bereich weisse Zahlen aufploppen. Nö. Dann schießt es in die falsche Richtung. Du bereichst den Turm, aber die Wall nicht, glaube ich. Du müsstest, glaube ich, ein bisschen noch nach links drehen, glaube ich. Nach links. Ja. Nein, das ist rechts. Stimmt. Ich glaube, so ist gar nicht mal schlecht. Versuch mal recht weit auszuholen, so über 3 Viertel oder so. Ich bin auf voll. Okay. Voller. Ah ja, jetzt hat es etwas getroffen. Gut. 11.500 Schaden. Wieso haut der jetzt ab? Ja, das ist schon gut. Ich habe nicht mehr gerade Angst gehabt, irgendwie es kommen Leute. Vielleicht kommen auch Leute. Vielleicht ist er im TS und hat mehr Infos als mir. Ah, diese Zeit weggemischt. Denk, die gingen. Den kann ich brechen dort. Die Nase da vorne kann ich brechen. Ah nein. Das ist nicht die. Die kann ich brechen, aber die sind zu wenig. Ich glaube, er will Misgards angreifen. Ja, komm, okay. Ich kann ihm helfen. Ah, ich treffe sie auch. Yay! Yeah. Plop, 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 Bag of Loot. Gut für mich. Oh. Ah, er macht da vorne noch ein Katapult. Dann geht's nicht doppelt so schnell. Ah, 77% und ich habe kein Supply mehr. Dann muss auch es geht wahrscheinlich nicht doppelt so schnell. Doch, doch. Hat er einen Superior? Ja, natürlich. Ja, weil seine Ballista da nebenan ist nicht Superior, darum frage ich. Ja,
wenn er denkt, wenn du Superior leist, dann hat denkt er denkt, dass dass wir das ernst meinen. Es ist einfach die einzige Superior, die ich kann. Ja. Zum Experimentieren würdest du schon mal mit den Lichtern. Mit den normalen. Also, der Wall ist bei 45%. Hm. Mm. 42. Ich glaube, es kommt mehr. 39, das ist dein Schuss, ist gut. 35. 30, 29, ist gut, läuft. Langsam vorkommen, André. Wahrscheinlich werden wir gemeinsam reinstürmen. Ah, nein. Aha, darum hat er sie dort gebaut. Ja klar, sie will weiterballern. Sie will auf die Innerwall jetzt noch schiessen von da aus. Das kann man halt mit ihm nicht. Hat er da zwei Katapulte ineinander gebaut? Nein. Das ist sein Winged Backpiece und stuff. Ich meine, weil da steht Superior Katapult und Katapult. Ah ja, tatsächlich hat zwei ineinander reingebaut. Ja, ja, ich kann noch eins brauchen. Aha, das sieht so aus, weil Superior anders aussieht. Sieht nicht genau aus. Das wär's deckungsgleich. Der Punkt ist, ich schieße jetzt mit dem Superior Katapult. Das ist schon recht. Schieß einfach auf die Mauer, wo's, ich schieße einfach geradeaus. Ja, das ist falsch. Du musst ein bisschen nach links. Ein bisschen nach links. Okay. Der Wall ist bei 68%. Oh, jetzt. Wie siehst du das? Ich bin näher dran und ich kann ein Ziel nehmen. 65%? 62%? 59, er macht beide Schaden. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Er macht beide Schaden. Irgendwas greift mich an. Ja, ich habe es erledigt. Der Mike-Hawker ist so laufen. Ich habe es zusammen erledigt. Es ist aber Guard respawned oder gesäckelt gekommen. 46%, einfach weiterballen. Ballert weiter. Das war zu kurz. Auf Ranger auch. Der Ranger hat halt zu kurz geschossen. Das ist sie am Optimieren. 30% hat der Wall. 27? 24. Gut. Okay, ein Gegner ist da. Ja, er läuft weiter. Er geht zu unserem Superior Catapult killen, dort hinten, wo du aufgestellt hast, aber no. Das brauchen wir eh nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Vielleicht geht er aus dem Camp rein. 8% für die Wall. 4%. Ja, er ist mehr eher am Camp. 1%. So. Achtung, Gegner. Sind es gerade zwei, oder was? Nein, ist ein Messer. Ah. Killed. Rang 200, Bronze Assaulter. Offen, sie springen ins Wasser. Keine nicht auf den Fels. Also muss ich dir nicht sagen, du bist ja der Jumping Master.
Ah, wir müssen draußen gar nicht kämpfen, stimmt. Kommt herein. Okay. Oh, ich bin down. Ja, ich sehe es gerade. Why? Gerade irgendeine harte Attacken oder so überkommen? Ich meine, immerhin ist es ein Champion. Ja. Ja, das ist schon ein schwacher Champion. Jetzt ein Gegner. Oh, jetzt hat es viele Gegner. Ja, vier. Oder so. Wow. Ja, jetzt ist es lustig. Jetzt haben wir, wo man finishen kann. Haben wir das jetzt wirklich geschafft? Ja, sehr gut. Wenn wir noch lange am Lord haben, können wir sie vielleicht schon zurück. Ja, das könnte sogar noch sein. Lustig wäre, wenn die Leute jetzt reinkommen und nachher dann swappt es gerade noch. Ja, genau, uns verquetschen und dann. Bing! Yay! Wir tun das nicht claimen. Yes! Ist das jetzt auch noch ein Daily gewesen? Ja, sicher. Bin frech. Sind die anderen schon weg? Oder sind sie noch da? Sind weg, hä? Ich glaub's, ja. Ja, dann gehen wir Faith Leap, das ist grün. Machen wir das, gehen wir das killen. Und ich denke, dass das so einfach ist, Skybeans zu nehmen. Es ist nicht immer so einfach. Sie haben sich auch gewehrt, aber nicht so wie auch schon, sagen wir so. Sie sind vielleicht auch einfach unerfahrene Spieler, weil sie jetzt mehr Noobs im WVW hat. Ich habe auch schon gemeint, hey, mega cool, ich habe zwei aufs Mal geschafft und dann gesehen, die sind zum ersten Mal im WVW. Irgendwie. Ah ja, gut. Ja, und dann ist es so ein bisschen, okay, ja, es hat sich viel geändert, es macht Spass, es gibt mehr Loot, die Leute sind wieder da. Die, auch die, die spielen, die noch gar nicht angelenkt haben, sind jetzt da. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich so geblufft. Und dann, als ich das Video wieder angeschaut habe, oh, die Junge süß ist ja. Schneller. André? Ja, du schaffst es, das ist gut. Ganz knapp. Entschuldigung, ich habe nicht genau gesehen auf der Bisch. Auf meiner Map geschaut. Aber sie hat die gleiche Idee gehabt, einfach früher. Ah ja, es sind die gleichen, stimmt. Das Claimen? Ich habe es geclaimt, weil ich habe Nummer 11 gehabt. Okay, das ist gut. Dann hat es sich gelohnt. Also der Dieb, der hier rumsäckelt mit diesem, das ist auch ein bisschen ein erfahreniger, weil der weiss, dass er hier die steile Wand drauf hüpfen kann. Ja, das habe ich nicht mal gesehen, dass er das gemacht hat. Ich sehe also Shadow Step. Ah, ja. Dann könnte ich denke auch blinken. Es hätte auch schauen, wo das genau ist, aber. Ja.
Uff. Achtung, da jetzt Gegner. Es sind nur Mistguards. Ja, ja. Gehen wir oben Titan Poker als Nordcamp. Wenn ich jetzt die letzte Strecke habe vom Reward, dann bekomme ich mein zweites Battle, Gift of Battle. Mal. Schon? Ich meine, das geht dann zuerst mal etwas anderes. Das Gift of Battle ist ja das, was man fürs Legendary muss haben, gell? Ja. Ich habe gemeint, ich muss den Track mehrmals machen, quasi. Aha. So wie cool. Also, ich schaue nachher. Im Moment ist mir das Kämpfen wichtiger. Ja. Aber warte, das kann ich doch nachher schauen. Okay, wir sind hier im Camp. He? Sie gehen zuerst auf den Supervisor und schauen. Kann man ich will es nicht claimen. Ah, sie haben sich ausgelockt. Ah, sie sind ported. Oder ported. Sie sind, glaube ich, wieder an Spawn ported. Weil es kein Camp. Ah, jetzt ist wieder Blue dabei. Ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, da geleistet, was wir haben wollen, oder? Wolltest du noch bleiben? Hast du noch nicht? Ich würde noch gerne die Vista da holen, wenn wir schon da sind. Ja, schnapp sie die Etikette. Ja, genau. Die ist nicht einmal so schwer. Wobei. Das ist eine von denen, wo mir das erste Mal gut gelückt ist und dann, wo ich sie wiederholen wollte, ist schwer, also sind schwerer reingekommen. Ja, schauen wir mal. Ich halte dir den Rücken frei. Wenn jemand kommt, greife ich ihn an. Das ist lieb. Dann musst du nichts machen. Dann kannst du dich aufs Jumpen konzentrieren. Eigentlich immer, wenn man das Nordcamp einnimmt, das ist immer schon so eine Provokation, dann können sie die aber schon. Tada! Super gewesen. Ja, muss ich sie auch noch haben? Oh ja. Lol. Er hat schon lange nicht gemacht, aber ist jetzt wieder super gelaufen. Ganz einfach gewesen. Also ich würde auch als Spawnpunkt zurückgehen, glaube ich. Ja. Weil ich habe keine Siege dabei und sonst nichts. Und ich habe ein E-Mail bekommen. Okay. Siege soll droppen, neuerdings. Uff, ich muss mein Inventar machen. Also, ich tue die Aufnahme schnell beenden.